Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videobeitrag. Du findest wie immer unterhalb des Videos auch den Originalartikel im Blog, wo du dir nochmal in Ruhe das Ganze anschauen kannst und auch die diversen Links und Quellenartikel zu dem Beitrag aufrufen kannst. Ja, die Immobilienlüge enttarnt, Rendite nur 0,2% und kein Vermögensschutz. Also das wird sicherlich sehr, sehr viele Leute überraschen, gerade in der aktuellen Situation, wo doch sehr viele sich durch den Immobilienhype blenden lassen. Immobilien gelten allgemein als wertstabil und lukrativ. Dies ist allerdings laut einer neuen wissenschaftlichen Studie ein Armenmärchen. Immobilienbesitzer wurden immer wieder enteignet und haben selbst im Best Case so gut wie kein Wertzuwachs erzielt. Eine Immobilie sei langfristig eine gute Anlage, hört man oft zu hören. Eine neue Studie hat die Immobilienpreise und den Besitz von Immobilien nun untersucht und kommt auf ernüchternde Ergebnisse. So hat beispielsweise der Ökonom Piet Eichholz die Preisentwicklung bis zum Jahre 1649 analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Preise in 360 Jahren inflationsbereinigt gerade mal um 0,2% gestiegen sind. Viel schlimmer ist allerdings die Tatsache, dass Immobilienbesitzer immer wieder vom Staat enteignet wurden. So war zwar der Wert Immobilie im Jahre 1923 während der Hyperinflation nicht gefährdet, doch wenig später, im Jahre 1925, wurde ein Aufwertungsgesetz erlassen, mit dem die getilgten Grundpfandrechte und Hypotheken mit ein Viertel der alten Schuld aufzubringen waren. Dem nicht genug wurde auch noch eine Hypothekensteuer erhoben. Da gleichzeitig die Mietpreise in der Regel fixiert waren, kamen in dieser Zeit viele Immobilienbesitzer in arge Bedrängnis und konnten sich die Instandhaltungskosten kaum noch leisten, sodass viele Objekte verrotteten. Wenig später ging es den Immobilienbesitzer im Jahre 1952 erneut an den Kragen. Auch hier haben die investierten Werte in der Immobilie das Vermögen erstmal durch die Währungsreform gesichert. Doch auch hier wieder wenig später bat der Staat schon wieder die vermeintlichen Währungsreformgewinner zur Kasse und führte das Lastenausgleichsgesetz ein. Übrigens, den vollständigen Artikel zu dem, was hier gerade geschildert wurde, kannst du, können Sie natürlich auch hier nochmal abrufen, wo auch nochmal genauer auf die Studie eingegangen wird. Fazit: Immobilien sind in der Realität im Allgemeinen weder eine lukrative Anlage noch schützt Immobilienbesitz vor Hyperinflation und Währungsreform. Das große Problem ist einfach, dass Immobilienbesitzer in diesem Fall kein anonymes Vermögen besitzen und so ein leichtes Opfer für den Staat sind, der früher oder später auf dieses Vermögen schielt und dann darauf zurückgreift. Zudem ist eine Immobilie, wie es der Name schon verrät, immobil. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, mit dem konservierten Besitz im Objekt zu flüchten. Die fehlende Flexibilität dieser Art von Vermögen erschweren die Situation zusätzlich. Was die Wertsteigerung von Immobilien angeht, sieht die Zukunft recht trüb aus. Denn erstens stehen die westlichen Industriestaaten erneut vor dem Bankrott. Das heißt, eine kommende Währungsreform oder und Hyperinflation wird immer wahrscheinlicher. Und Sie wissen dementsprechend, wer wieder zur Kasse gebeten werden wird. Und zweitens sinkt die Bevölkerung in Deutschland. Stichwort demografischer Wandel. Das heißt, einem bestehenden Angebot kommt tendenziell immer weniger Nachfrage entgegen. Dementsprechend werden die Immobilienpreise zukünftig langfristig gesehen eher sinken. Hier im weiteren Artikel, den können Sie auch, beziehungsweise kannst du auch, wenn du möchtest, unterhalb des Videos abrufen. Dort gehe ich zum Beispiel nochmal auch ein auf den Vergleich oder die Bezeichnung Betongold. Was ist wirklich dran? Ja, das wäre jetzt in diesem Videobeitrag nicht weiter.
vorlesen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und bis bald, hier aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.